Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Forza Horizon 5 Video. Und gleich gibt es mal zum Start einen Leak, denn zu zwei Fahrzeugen gibt es bereits Hinweise, dass diese früher oder später in Forza Horizon 5 erscheinen werden. Und der Entwickler selbst, also Playground Games, hat diese Fahrzeuge im Rahmen von Gameplay-Inhalten oder einem offiziellen Trailer schon geleakt. Also ich glaube mal, das war nicht absichtlich gewesen oder es war ihnen egal. Wie dem auch sei, uns ist es auf jeden Fall nicht egal und deswegen schauen wir uns an, um welche beiden Fahrzeuge es heute geht. Beim ersten von zwei Fahrzeugen geht es um den Lamborghini Aventador SVJ und dazu hatte ich bereits vor, ich glaube, zwei Tagen auf dem Community Tab einen Post gemacht und bereits angekündigt, dass das Fahrzeug nämlich im offiziellen Launch Trailer gesichtet wurde. Aber keine Sorge, falls du es verpasst hast, das schauen wir uns gleich nochmal detailliert an. Gerade aber in Kombination mit dem zweiten Fahrzeug, das ebenfalls von Lamborghini stammt, wird es deutlich, dass es sich eben hier nicht nur um ein weiteres Fahrzeug handelt, sondern gleich um mindestens zwei Fahrzeuge, die in der Zukunft von dieser Marke ins Spiel kommen werden. Und das zweite Fahrzeug bestätigt somit auch ein klein wenig das erste Fahrzeug, denn es wird umso wahrscheinlicher, je mehr Fahrzeuge einer Marke gesichtet werden, dass Playground Games hier im Hintergrund tatsächlich neue Lizenzen eingeholt hat. Also starten wir mal mit dem Aventador SVJ und dem entsprechenden offiziellen Launch-Trailer bzw. diesem Ausschnitt, wo man nämlich erkennen kann, dass es sich genau um dieses Fahrzeug handelt, das da gezeigt wurde. Und an dieser Stelle, wo ich für euch jetzt den Trailer angehalten habe, erkennt man relativ gut, dass es der Aventador SVJ sein muss. Allerdings muss man ein wenig geübt sein, um zumindest das Modell an sich bereits erkennen zu können, denn es ist ja immer noch etwas verschwommen, wie er hier vorbeifährt am AMG One. Schauen wir uns aber mal die Details an, dann erkennt man doch ganz gut, dass es eben nicht nur der Super Veloce ist, den wir bereits im Spiel haben. Fangen wir mal an mit dem Heckflügel und dort seht ihr, der ist angebracht an drei solchen Streben, die ihn halten und das ist schon mal typisch für den Aventador SVJ. Auch hier nochmal zum Vergleich ein Bild, das jetzt hoch aufgelöst ist vom echten Modell. Also ihr seht daran schon, das muss er sein. Achtet mal jetzt auch hier auf dem echten Bild direkt auf die Positionierung des Kennzeichens und auch dort erkennt ihr einen klaren Unterschied zum Lamborghini Aventador SV und damit auch nochmal hier der Ingame-Vergleich vom SV, wo das Kennzeichen angebracht ist und wie es eben hier aussieht aus diesem kleinen Ausschnitt des offiziellen Launch-Trailers. Ihr seht damit also schon einmal, der Lamborghini Aventador SVJ ist bestätigt. Die Frage ist natürlich jetzt, wann wird das Fahrzeug ins Spiel kommen? Grundsätzlich findet man den Wagen bisher noch nicht in den Gamefiles. Also Dataminer haben sich natürlich da bereits auf den Weg gemacht und geschaut, ob der Wagen irgendwo zu finden ist. Auch im Horizon Promo findet man den Wagen nicht. Das seht ihr auch jetzt schon mal hier. Also wenn ihr Lamborghini dort aufruft, wird im Horizon Promo jedes Fahrzeug im Spiel angezeigt, das man fotografieren kann. Das würde auch bedeuten, jedes Fahrzeug, das irgendwie in der freien Welt herumfährt, müsste auf der Horizon Promo Liste zu finden sein. Ihr seht aber, der Aventador SVJ ist dort nicht zu sehen und auch nicht das zweite Fahrzeug, um das es jetzt als nächstes geht. Das zweite Modell, das wir uns nämlich anschauen, ist der Huracan Evo. Also wie der Name schon heranlässt, die Evolutionsstufe des Huracan, der seit 2014 gebaut ist, unter anderem jetzt mit Allradlenkung ausgerüstet. Das wird in Forza Horizon 5 einen nicht nur sichtbaren, sondern auch spürbaren Unterschied machen. Und natürlich gibt es gleich ein paar PS mehr. Auch optisch unterscheidet sich der Evo vom alten Huracan. Und das zeige ich euch gleich jetzt nochmal an den beiden Stellen, an denen man das Fahrzeug im Gameplay nämlich bereits sehen kann. Ja, jeder von euch hat die Möglichkeit, zu jeder Tageszeit im Spiel dieses Fahrzeug bereits zu sehen. Allerdings nicht in der Freifahrt, sondern nur anhand einer Menükachel und im Intro von Forza Horizon 5, das wir uns jetzt hier an der Stelle nochmal kurz anschauen. An dieser Stelle, wo ich für euch jetzt diesen Gameplay-Intro-Trailer angehalten habe, seht ihr nämlich, das ist ein grüner Huracan am rechten Bildschirmrand. Und nicht nur irgendeiner, sondern es ist der Evo. Wir zoomen mal ran und ihr seht natürlich, klar, es wird jetzt pixeliger. Vor allem aber, dass wir anhand des Frontsplitters bereits dieses typische, ich sag mal, Y sehen können, das für den Huracan Evo spricht. Und dazu auch nochmal in dieser Analyse der Vergleich zum echten Huracan Evo, also hier das Bild eines Originalfahrzeugs. Und da seht ihr eindeutig, diese Muster lassen sich wieder erkennen. Also selbst obwohl das Bild nicht so scharf ist, erkennt man relativ deutlich, es muss ein Huracan Evo sein.
Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis und ich finde, der ist sogar noch deutlicher, dass der Huracan Evo ins Spiel kommen wird. Denn innerhalb der Menükacheln gibt es nämlich ein Bild des Huracan Evo zu sehen. Schaut gerne mal im Pausenmenü in der Freifahrt unter dem Tab Online und geht dort auf die Kachel Rivalen. Dann werdet ihr, wie hier jetzt auch gezeigt, sehen, da ist ja auch nochmal ein Huracan Evo zu sehen. Und zwar diesmal in Top-Auflösung mit der Nahaufnahme ganz eindeutig, dass es ein Evo ist. Ich weiß, es gab bereits in Forza Horizon 4 einen ähnlichen Fall. Dort konnte man nämlich innerhalb einer Menükachel den Ford Focus ST, ich glaube aus 2016, sehen. Der kam allerdings niemals ins Spiel und wurde auch auf keiner Leak-Liste aufgeführt. Von daher, ja, es handelte sich hier wohl nur um ein Anzeigebild, das man verwendet hat. Wir stehen aber jetzt gerade am Anfang von Forza Horizon 5. Es werden noch viele hundert Fahrzeuge im Lauf der nächsten Jahre ins Spiel kommen und darüber hinaus gibt es jetzt noch den Hinweis auf den Aventador SVJ. Ich denke mal, wenn man den Wagen bereits an zwei Stellen sehen kann, also den Huracan im Intro-Game Gameplay-Trailer und dann nochmal in der Menükachel. Dann gab es eine Neuvertonung des Huracan für den fünften Teil. Das alles spricht irgendwie dafür, dass es auch den Huracan Evo bald geben wird. Bleibt natürlich abschließend noch die Frage zu klären, wie und wann kommen denn diese beiden Fahrzeuge nun ins Spiel? Nun, das kann man jetzt erstmal nicht genau sagen, aber es gibt zumindest zwei Möglichkeiten, wie die Fahrzeuge ins Spiel gelangen können. Eine davon lautet im Rahmen eines kostenlosen Content-Updates und ihr wisst ja, jede Serie gibt es also jeden Monat, anders gesagt, ein neues Update mit neuen Fahrzeugen und dementsprechend kriegen wir dort 3, 4, vielleicht sogar noch mehr kostenlose Fahrzeuge pro Monat ins Spiel gepatcht. Da könnte durchaus eines oder vielleicht sogar beide neue Fahrzeuge auftauchen, allerdings gibt es noch eine zweite Möglichkeit und das ist der kostenpflichtige Car Pass. Zumindest kostenpflichtig für diejenigen unter euch, die mit der Standard-Edition ausgerüstet sind. Dort gibt es aber teilweise auch die Möglichkeit, Fahrzeuge im Einzelkauf zu erwerben. Allerdings will ich ja jetzt noch nicht zu viel dazu sagen, denn wie gesagt, es ist noch gar nicht sicher, wie die Fahrzeuge ins Spiel gelangen werden. Sollte es innerhalb des Car Passes sein, gibt es ja noch 31 Fahrzeuge, die zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt sind und daher 31 mal die Möglichkeit, dass eines oder beide Fahrzeuge über diesen Weg ins Spiel gelangen werden. Seht also, Hinweise zu diesen Fahrzeugen gibt es zu Genüge im Spiel. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, auf welches der beiden Fahrzeuge du dich am meisten freust. Für mich persönlich, sage ich schon mal vorweg, ist es der Huracan Evo. Der Aventador ist zwar ein sehr geniales Fahrzeug, aber der Huracan Evo ist für mich einfach so das Nonplusultra-Fahrzeug von Lamborghini derzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auf den Evo mit seinen technischen Neuerungen freue ich mich persönlich sehr. Zumal es jetzt auch endlich diese Allradlenkungsfunktion in Forza Horizon 5 gibt. Ja, abgesehen davon, ein wichtiger Hinweis an der Stelle, falls du noch nicht auf unserem Discord vorbeigeschaut hast, mach das gerne mal und tausch dich dort auch mit zahlreichen Leuten aus der Community aus, treff dich dort mit anderen, um online gemeinsam zu spielen, deine Werke aus Forza Horizon 5 zu teilen oder vielleicht auch einfach die ein oder andere Frage zu stellen. Wir sehen uns dort auf jeden Fall auch wieder. Link zur Einladung findest du unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Zuschauen, hoffe, du hast den Kanal schon abonniert und freue mich dann auch, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, viel Spaß am Zocken. Mach's gut. Ciao.